Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Trains of World 2 Video hier auf der Tease Valley Line. Heute fahre ich das letzte von den ganzen 11 Szenarien mit den ganzen Zusatz-DLCs von den Loks. Und zwar wird das dann dieses Mal Lokführer ablösen sein. Einzug mit beladenen HEA-Wagen fährt zum Redcar Eisenerz-Terminal zum Entladen. Sie wurden geschickt, um den vorherigen Lokführer abzulösen, da er Feierabend hat. Das heißt, fahren wir mit leeren zurück oder nicht? Ich bin verwirrt. Das Ganze hat eine Schwierigkeit von 4 von 5. 45 Minuten soll das Ganze dauern und 3650 Punkte, muss ich mir merken. Ach nee, ich glaube, ich fahre die Beladenen zum Entladen hin, ne? Also irgendwie der vorherige Lokführer hat nur in der Tease-Jahr aufgehört. Das Ganze spielt am 6.6.1989 um 15.30 Uhr. Wie gesagt, 3650 Punkte für die Goldmedaille, das ist so mein Ziel. Und ja, let's go. Willkommen im Tease-Rangierbahnhof. Der Lokführer eines Zuges und Redcar Eisenerz-Terminal hat seine Arbeitszeit überschritten. Sie müssen diese Fahrt abschließen. Dann steigen wir mal ein. Hier wieder schön mit dieser super nice Animation. Hauptschalter ist auf dieser Seite, wenn ich mich recht entsinne, genau. Vorwärtsgang zu Bremse lösen. Sie fahren von hier nach Middlesbrough, dann nach Grangetown und schließlich zum Eisenerzterminal in Redcar. Oh Gott. So, die Lokbremse auf 0. Dann AWS isolieren. Driver Safety Device irgendwie wieder nicht möglich, warum auch immer. Und so wie es. Warum ist denn das jetzt alles wieder so krass am. Naja. Leistungsregel an und langsam losfahren. Manueller Scheibenwischer, das geht doch bestimmt auch automatisch, oder? Scheibenwischer auf an. Machen wir erstmal so. Wir fahren noch nicht wirklich schnell. Wir fahren da erst hier raus. Wir haben auch grünes Licht mittlerweile. Okay, zu stark. Ich bin gerade etwas verwundert, warum die CPU-Auslastung so hoch ist oder sowas in der Art. Ich glaube, war das sonst immer so hoch? Ich weiß es nicht. Ich weiß ja gerade echt nicht mehr. Aber läuft hier gerade noch ganz gut. Müssen natürlich nochmal nachbeschleunigen. JavaScript war teilweise auch wieder ein bisschen rein hier. Aber sollte alles smooth sein. Nicht so schlimm wie jetzt bei der letzten Versuch vom Stream. Jetzt haben wir wieder auch grünes Licht. Wunderbar. Wir fahren jetzt über mehrere Orte. Einmal über die Newport East Kreuzung. Ja. Und über andere Sachen, weil ich nicht scrollen kann. Ich werde jetzt nicht nachgucken. Schön beladener. Ja. Sieht mir nach Kohleerz aus, aber kann natürlich auch Eisenerz sein.
ja auch wichtig wäre zu wissen, wie lange sind wir eigentlich? Wir sind 251 Yards lang und haben ein Gesamtgewicht von knapp 3000 Tonnen. Falls die 252 Yards, um es mal aufzurunden, relevant sein könnten für spätere. Ich wage es stark zu bezweifeln, dass wir irgendwie rückwärts fahren noch, aber... So, jetzt wir schön nachbeschauen, auf 15 Miles per Hour. Kurz vor der Newport East Kreuzung dürfen wir dann vom Prinzip her zumindest auch wieder beschleunigen auf 20 Miles per Hour. Allerdings, naja, der Zug ist ja auch nochmal 200 Yards lang, bis wir dann drüber sind. Das war 3650 Punkte für die Goldmedaille, ne? Ja. Gut, muss ich mir merken. Ich fahre wieder ein bisschen zu schnell. Gehe ich mal ein bisschen mit der Leistung raus. Ja, beispielsweise auch auf einer anderen britischen Strecke, da haben wir auch noch ordentlich was zu erleben. Habe ich gerade gesehen. Ich wollte es eigentlich aufnehmen, aber dann ist mir eingefallen, Moment, ich habe noch ein bisschen was von Keith Valley Line rumliegen. Ein einziges Szenario, was mir noch fehlte, dass ich das dann erstmal priorisiert aufgenommen habe, aber von der Southeastern High Speed Strecke gibt es inklusive Tutorial nochmal 5 Videos, heißt von der Class 365 EMU war es, glaube ich, gibt es nochmal 4 Szenarien. Ich meine, das war die 365. Ich hoffe, ich habe das richtig gesagt. Da habe ich ja neulich beim Livestream mal irgendwie was komplett verhauen. Wow. Das war einfach halt die 465 EMU. Ja, moin. So viel zum Thema 365. Eigentlich noch. Wollte jetzt daran. Die Software läuft noch. Keine Ahnung, was das Problem jetzt hier gerade war. Aber ja, von auf der Southeastern High Speed Strecke, da gibt es auf alle Fälle nochmal 5 Videos zu. Also 5 Videos außerhalb des Fahrplanmodus. Dann dementsprechend sowohl Tutorial als auch die 4 Szenarien mit der Class 465. Nicht ganz so viele zusätzliche, also 2 weniger als jetzt hier bei der Tees Valley Line. Aber ja, es sind noch einige Strecken, die noch darauf warten, befahren zu werden. Ja, es gibt gut Punkte. Jetzt fahren wir noch über Middlesbrough, dann war es noch über... ich habe es vergessen, aber da war noch mal ein Ort. Ich glaube mit G... ich komme gerade nicht drauf. Wie war denn der Name noch mal? Grangetown. Dass ich nochmal nachgeguckt habe. Ich wusste zumindest, immerhin wusste ich noch, was mit dem G war. Ich war aber echt bei was komplett anderem. Mehr oder weniger. Ich war jetzt irgendwie was. Ich war eine Mischung aus irgendwas mit GL und irgendwas mit Garden, aber. Naja. Grangetown halt. Middlesbrough noch an 0,9 Meilen. Viel Strecke legen wir halt hier natürlich zurück. Die satten Punkte, die ich bräuchte, um Level 150 zu erreichen, werde ich hier nicht bekommen. Muss man, glaube ich, echt mit Dings anfangen und mit Rapid Transit. Und es könnte gut sein, dass ich deutlich mehr Trains Level 2 wie das in nächster Zeit bringe.
einfach um mehr Fortschritt zu haben. Und ja, warum auch nicht, ne? Also, der Platz dafür ist da. Wenn ich dann die Zeit dazu finde, dann warum nicht? Kann ich ja gerade eh nur auf 25 Miles pro Hour beschleunigen. Ich brauche gar nicht auf die 45 zu gehen. Ich verstehe. Manchmal verstehe ich nicht, wenn ich auf 2 drücke, warum ich dann einfach komplett woanders auskomme. Wenn ich dann teilweise irgendwie bei... Ich frage mich jetzt. Was gut über was geworden ist bei der Fahrt, dass ich da irgendwie nicht beim Fahrzeug auskomme, sondern halt ganz hinten, also irgendwie weird manchmal. So, aber wenn man die 25 halt hier gerade schon. Bevor ich jetzt irgendeinen Doc-Namen sage, weil ich schon wieder wahrscheinlich was Falsches im Kopf habe, lasse ich es erstmal. Ah, wieder zu schnell hier unterwegs. So, gelbes Signal. Bevor ich hier noch weiter zu schnell fahre. Mal ein bisschen mehr ins Eisen, vor allem in die Eisen. 3,3 Meilen jetzt bis Grangetown und wir haben ein rotes Signal. Im 900 Yards. Noch kann ich aber noch ein bisschen weiter rollen. Würde ich behaupten. Jetzt bremse ich einfach schon mal ein bisschen mehr ab. Falsche Richtung. Classic. Oh, es ist halt typisch. Jetzt gerade sagen, einmal kurz die Hand gewechselt. Ich wollte gerade mir ein Schlückchen gönnen, aber ja. Dann jetzt deswegen die Hand gewechselt und dann wieder, anstatt Bremse zu lösen, die Bremse nochmal näher angezogen. Jetzt muss man erstmal wieder auf Geschwindigkeit kommen, ne? Das kann jetzt wieder dauern. Punkte. Aber auf Geschwindigkeit werde ich noch kommen hier auf dem etwas längeren Abschlag jetzt nach Grange schauen. Aber ja, also wir haben noch sehr, sehr viele Schrecken vor uns. Ich weiß gar nicht. Also ich, soweit ich mich erinnere, wäre das auf alle Fälle nochmal Rapid Transit, wo ich noch komplett nichts gemacht habe. Boah. Ich habe meinen Namen nicht ein. Mein Spessartbahn aber auf alle Fälle. Hast du noch eine Hauptstrecke? Hauptstrecke Rosig Nord? Habe ich noch, nee, die habe ich glaube ich noch nicht gemacht.
Rosig Nord fehlt noch. Dann Sandpage Great. Dann die New Yorker Linie. Dann glaube ich noch so eine, mit denen ich, die ich schon mit Laman gefahren bin, mal hier im Sonntagsfahrer. Aber es sind noch 6 ungenutzte Strecken und dann haben wir noch die. Oh, was fahren jetzt noch? Welche Strecke ist noch nicht rausgekommen? Die. Jetzt muss ich nochmal nachgucken. Die Arosa Line. Die fällt auch noch. Und West Somerset Railway auch natürlich noch. Habe ich Long Island Railroad schon genannt? Ich habe mittlerweile schon komplett den Track verloren. Und Great Western Express habe ich auch noch nicht. Also. Puh. Ich glaube, ich komme gar nicht darum herum, mehr Videos von Trains in World 2 aufzunehmen und zu bringen. Es war dann doch wieder ein bisschen gegen meinen Blickwinkel, von wegen hier nicht so viel Trains in World 2 Content, weil der Kanal nicht komplett auf Züge ausgelegt ist, aber okay. You gotta do what you have to do. Wenn man es mal so sehen möchte. Ah gut. Ich würde auch schon fast sagen, dass sowieso Züge mittlerweile auch schon eher so das Main-Ding sind. Also so, was die Views betrifft. Ich würde sagen, so Zugvideos und Busvideos bringen mehr Views ein als Truck-Videos auf meinem Kanal mittlerweile. Und das, obwohl der Kanal ja eigentlich ursprünglich auf Truck-Simulator aufgebaut hat. Aber wer weiß ja schon. Auf jeden Fall jede Menge neue Games, die auch im Mache sind. Beispielsweise Truck World Australia, da bin ich auch schon sehr gespannt drauf. Da warte ich auch schon drauf, aber bisher gab es ja nur einen Trailer und so weiter und so fort. Also kleinen Trailer, so ein bisschen. Noch nicht so wirklich viele Infos, was da gemacht wird und so weiter und so fort. Auch kein Datum, außer dass es to be announced ist. Aber mittlerweile gibt es auch einen Discord-Server von denen. Und sie haben jetzt auch so eine Kampagne gestartet. Oh Gott. Haben jetzt eine kleine Kampagne gestartet. Von wegen für einen Access in die Closed Beta. Da habe ich mich mal auch reingeluxt. Geht glaube ich noch. Moment, das Video kommt morgen raus. Geht dann noch 8 Tage. Ich bin viel zu schnell. Aber da bin ich schon sehr gespannt drauf. Also mir gefallen auch so die ganzen Roadtrains in Australien, auch so die Gegend. Ist schon was anderes und ja, ich packe euch einfach mal den Link rein, den Invite-Link quasi von mir. Ich meine, ich weiß gar nicht mehr, wie das aktuell jetzt ist, aber die Kampagne hat sich irgendwie geändert. So, vorher war das irgendwie so, dass die ersten 5 Leute irgendwie und die erste Platz 1 bekommt Access zur Close Beta. Platz 2 bis 5 waren dann, glaube ich, dass die Keys bekommen für Steam. Mittlerweile ist es so, dass 2 Leute, die sich dort anmelden, die man eingeladen hat, dass man dann irgendwie Access bekommen soll zur Closed Beta. Also, ihr könnt ja mal gerne draufklicken. Vielleicht haben wir dann gemeinsam die Möglichkeit, das Ganze schon in der Closed Beta uns anzuschauen. Ansonsten werden wir uns das dann alle anschauen, sobald das dann. Ja,
muss ich wieder einsam werden. Solange es ansonsten schauen wir uns das an, wenn das ganze vorzeigefähig ist und live ist. Also ich werde es mir mit Sicherheit holen. Soll es das Truckworld USA soll sowohl geben für PC, aber für PC soll es zuerst rauskommen. Danach wird es für die Konsolen released. Ich muss sogar bei Grangetown halten, deswegen ich dachte, ich müsste über Grangetown rüberfahren. Alright. Was ergibt Sinn? Wahrscheinlich muss ich auf eine Class 101 Warp warten. Warp vor allem. Also viel wurde noch nicht gesagt. Wir hatten glaube ich auch mal so ein Q&A mäßig was gemacht, oder so ein Formular, wo man ausfüllen konnte, was man sich so wünscht. Ich habe es offen gehabt, aber ich habe bisher es nicht ausgefüllt, weil ja meine Vorstellungen nicht konkret genug sind, würde ich sagen. Und mir eigentlich auch eher Sachen fehlten, quasi, was das Team von Truckworld USA, von Truckworld Australia, was die selber quasi schon für sich im Kopf haben, das fehlte mir noch ein bisschen, um da irgendwie noch zusätzliche Wünsche hinzuzufügen, weil ich halt jetzt keine Lust gehabt, irgendwie Sachen zu schreiben, die sowieso klar sind. So, die Klasse 101 fährt ab. Das heißt, danach sollte vielleicht dann das Signal, sobald der Streckenabschnitt freigegeben ist, auch auf grün springen. Oh, grünes Licht. So weit vorne geparkt, dass ich das gar nicht gesehen habe. Das Ding ist halt auch, ich weiß halt nicht, was für ein Engine Truckworld Australia. Wie komme ich immer auf USA? Wahrscheinlich wegen Trans Road USA. Aber ich habe keine Ahnung, was für eine Engine Truckworld Australia nutzt. Von dem Screenshot, den ich gesehen habe. Also dadurch weiß ich halt nicht, was mit der Engine möglich ist. Ne? Deswegen würde ich jetzt auch nicht schreiben, was jetzt nicht möglich ist und nicht umsetzbar ist. Von dem Screenshot, den ich gesehen habe, würde ich sagen, sah es so ein bisschen aus wie die Engine, die auch On The Road nutzte oder nutzt. Und ja, ne, also ich sag mal so, ich glaube, dass, wenn es halt wirklich die Engine ist, dann ist es glaube ich mit der Engine nicht möglich, das umzusetzen, was schon sehr nice wäre, muss man so sagen. Ich weiß nicht, wer von euch beispielsweise Outback Truckers von D-Max geschaut hat oder schaut. Ich weiß nicht, ob es noch läuft. Ich weiß nur, dass ich da immer wieder reingucken wollte. Aber halt wieder von Season 1 bis zum heutigen Stand. Aber man nimmt sich ja meistens immer solche, nennen wir es mal, Vorbilder von der echten Welt. So, wenn das so rübergebracht werden kann, wie es da ist, dass man halt, sage ich mal, dass man halt sowohl dieses staubige, wüstige, diese städtischen Landschaften, aber auch so die Vegetation hat, dann noch so, dann die Regenzeit mit den kompletten Wäldern und mit Buschfeuern, mit Staubpisten, die bei der Regenzeit auch zu Schlammpisten werden, wo man stecken bleiben kann, dass man dann beispielsweise aussteigen muss, dass man dann einen von seinen Wagen abkoppeln muss und dann irgendwie sich rauswinschen muss und was auch immer. Also das wäre schon nice, so dass man halt so das hat,
Sagen wir, das ist immer das, was das Feeling von Outback Truckers quasi rübergebracht werden kann. Das wäre sehr nice, sag ich mal. Ne? Also klar, beispielsweise jetzt von Extreme Trucker oder Extreme Trucker 2, da gab es ja auch Australien. Ich weiß gar nicht mehr, wie das, wie Australien da dargestellt wurde. Ich kann mich noch an. Ich weiß gar nicht, ob es da irgendwie was Brisantes gab oder nicht. Beispielsweise bei Alaska und so da oben. Alaska, guck mal, das war Alaska. Da bei der Ice Road, da war das dann halt so, dass halt das Eis auch brechen konnte. Ich weiß aber gar nicht mehr, ob das bei. Ich glaube, Australien war ja relativ clean von von SL Software. In Extreme Trucker 2. Na, aber das, wenn das Feeling, das wäre halt schon nice. So, klar, eigener Truck, eigene Firma, eigene Angestellte, Pipapo, so der ganze andere Grind noch dazu, Truck tunen, eigene Anhänger kaufen und so weiter. Das wäre schon so ein nices Ding. Vielleicht auch solche Spezialtransporte, so was weiß ich, Windräder, Windkraftwerksgondeln, die Blades und andere Schwertransporte oder Häuser. Ne? Häuser werden ja auch dort sehr, sehr häufig auch transportiert. Das, von der Fracht her wäre das natürlich auch super nice, wenn man dann sowas fahren kann. Ultra-Multitasking. Aufpassen, dass ich dazu nichts hier mit einem Kabel zieht. Eieiei. Gut, dass ich gerade mein Handy nicht aufmache. Ne? Aber ja, ich bin mal gespannt, wie das umgesetzt wird. Also ich erwarte jetzt nicht allzu viel grafisch hochwertiges, einfach aus dem Grund, weil es halt auch für die Konsolen rauskommen soll. Gut, On the Road war grafisch natürlich nice. Truck Driver gibt es ja bereits für die Konsolen beispielsweise. Was ja auch entwickelt wird. Ja, jetzt komm hier runter. Und das kannst du wieder rausgehen. Was ja auch gerade für den PC am entwickeln, was jetzt gerade für den PC entwickelt wird, wird jetzt zwar auch irgendwie schon an neuen Karten gearbeitet, was ich halt auch weird finde, so nach dem Motto hier. So nach dem Motto, das ist noch nicht für den PC raus, aber guck mal, hier haben wir eine neue Karte. Aber wahrscheinlich ist es halt eher nur oh Gott, warum jetzt auf einmal uns auf 10? Aber ich kann mir gut vorstellen, dass es halt auch eher dafür da ist, um die Konsolenspieler denen was zu bieten. Weil auch einige, glaube ich, sehr unzufrieden sind, weil die das Gefühl haben, dass einfach zu früh raus released wurde. Aber das sehe ich jetzt auch gerade bei im Truck World Australia Discord, dass alle sagen, ja, bringt das Spiel nur raus, wenn es fertig ist. Wir wollen keine Bugs haben, wir sind keine Quality-Tester, aber Alter, nennt mir ein einziges Spiel, was existiert, was keinen einzigen Bug hat. Gibt es nicht, oder keinen einzigen Bug hatte. Es wird immer Bugs geben. Sollen sich einfach mal. Also das Ding ist, wir sind halt erwachsene Leute, die sich darüber aufgeregt haben, aber es ist halt so Kindergarten. Der Account von Truck Australia hat auch gesagt, dass es deren eigene Philosophie ist, dass die das irgendwie, also ja, ich weiß nicht, ich würde eher sagen, dass es eher dazu dienen sollte, der Kommentar, damit die Leute sich abreagieren, aber
Also ja, ist ne? Ein bugfreies Spiel ist ja. Das ist wie 3 Sechse im Lotto hintereinander. So, über den Ort muss ich noch erstmal rüberfahren. Das will es halt einfach nicht geben. Da kann man auch noch sonst so viele Stunden rein investieren, um das Ganze zu testen. Wenn ich bedenke, es haben sich so viele Leute beispielsweise nach dem Release von The Bus aufgeregt, boah, was aufgeregt, ne? Haben die sehr viele Bugs gemeldet etc. pp. Ich habe beim Fahren keinen einzigen gesehen. Also es wurden über gravierende Bugs geschrieben bei der Steam-Diskussion. Ich habe aber sowas Gravierendes nicht gesehen. Das Einzige, was ich halt hatte, dass ich das Spiel ein einziges Mal, ein zweites Mal neu starten musste. Das war es aber auch gewesen. Ich weiß jetzt nicht mehr, warum ich es gesagt habe, aber wie ich darauf jetzt kam, was meine Intention dahinter war, weil ich gerade hier wieder eine auf abgedrehtes Huhn macht. Nur ohne dass ich gackern. Aber ja, wie gesagt, ihr könnt einfach mal auf den Link klicken und euch anmelden. Dann könnte es halt gut sein, dass ich eventuell mit euch dann in der Closed Beta dann da zumindest ein bisschen reinstuppern kann. Guck jetzt, hier brauche ich keinen, nicht nochmal hupen, weil Straße ist ja gesperrt. Ich weiß doch gar nicht, warum du jetzt hier reingekommen bist. Du wirst ja eh nicht drin sein. Du wirst ja eh wieder raus. So, jetzt nur wieder nachbeschleunigen. Alles schon nice, dass er wirklich wieder auf der Straße steht. Was natürlich auch neben den ganzen Roadtrips natürlich auch nice wäre. So diese ganzen langen Züge halt auch zu haben, ne? Also sind ja teilweise über mehrere Kilometer lang. Ich habe 250 Waggons oder so zum Teil. Das wäre halt auch schon stark. Aber jetzt direkt wieder so ein Screenshot im Kopf oder so ein Ausschnitt von einem Video von YouTube. Von australischen Zügen. Muss ich eigentlich auch entladen? Das ist die nächste Frage. Ich bezweifle es stark, aber you never know. Ich brauche nur noch 150, genau. Um die 500 Punkte. Goldmedaille, mal schauen. Sollte eigentlich reichen. Ja, Goldmedaille jetzt sicher. Fürs gesamte Abschließen der Fahrt gibt es auch nochmal Punkte. Einbremsen, damit nicht allzu viele Punkte verloren gehen. Noch ein bisschen sammeln kann. Ich
Ich befürchte, ich muss abladen, so wie es aussieht. Oh, dann laden wir auch nochmal ab. Wobei ich glaube, zeitlich gesehen, das sogar passen könnte. Mit nicht abladen, aber naja, schauen wir mal. Wobei Langsamfahrt ist ja hier gar nicht drin, ne? Zumindest jetzt nicht, dass ich sehen würde. Dafür fehlt mir zumindest jetzt hier gerade ein Modul, was ich sehe. Aber, ah ne, wir wollten hier B laden und dann ist es hier wahrscheinlich das Entladen. Das Entladen ist auch, kriegen wir auch so in ohne Modul, dass wir jetzt mit 5 Meilen pro Stunde oder mit 2,5 Meilen pro Hour rüberfahren. Da kann ich auch rüberrollen, ist ja nicht das Problem. Das einzige Problem ist, dass die Katze wieder auf dem fucking Mikrofon, auf dem Kopfhörerkabel wieder rumschimmelt. Sie befahren das Eisenerz-Terminal. Um das Material erfolgreich zu entladen, dürfen Sie höchstens mit 3 Miles per Hour durch den Ablader hindurchfahren. Wer hätte das gedacht? Dann laden wir das Ganze aber nochmal ab. Dann bremse ich so 30 Yards nochmal runter vorher. Morgens waren das nochmal 24 müssten das sein, ne? Wären wir glaube ich ein Doppelgespanne wieder. Reicht das aus? Also auf jeden Fall. Laden wir mal alles ab. Du musst aber komplett den ganzen Zug entleeren. Ich bin ja für den auch 9 Punkte noch zusätzlich, okay. Warum nicht? Ich werde nur tierisch langsam. Schleuding mal wieder. Aber ja, dicke, dicke drüber. 4000 Punkte. Schauen, ob wir das irgendwie auch noch von unten betrachten können. Ja, das sieht irgendwie auch schön aus. Klingt, als ob wir langsamer werden. Was wir hier auch werden. Also auch wenn es heißt, dass es 60 FPS sind, da sieht man in der 60 FPS aus. Aber es ist schon ganz herzlich am Rumlecken hier.
da hinten eine Bremse klemmt, ne? Also ich habe eine komplett gelöste Bremsen hier. Was haben wir denn noch? Ach, noch drei Wagen, okay. Entladen und dann halten wir nochmal hier vorne an dem Ort. Lassen wir ordentlich Punkte hier. Insgesamt geht es bei 4.351 Punkte. Ich glaube, ich komme nochmal auf 5.000 Punkte. Ich denke, das ist drin. Zielerfüllung, die strudeln jetzt ein, da ich die ganze Zeit hier außerhalb der Initiative war. Ja, ordentlich verbremst jetzt. Gute Arbeit, danke, dass sie die Züge am Laufen halten. Achievement unlocked, T is very line beaming with pride. Ja, Lokführer ablösen, das, okay, knapp 5000 Punkte, nur 4851. Okay, gab's keine. Ja, gab nochmal ein bisschen Pünktchen, Zeit benötigt 42. Sehr schöne Zahl. 9,2 Meilen zurückgelegt, 10,27 Yards gelaufen. Ich bin gelaufen? Ah ja, ich bin eingestiegen, das war's. Und es gab 4.851 Punkte und eine Goldmedaille. In dem Sinne bedanke ich mich vielmals fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat dir gefallen und ich hoffe, ich sehe dich dann im nächsten Trains in World 2 Video wieder.